Was ist besser, das Haus den Nachkommen vorzeitig zu schenken oder den Erbanteil zu Lebzeiten auszahlen? Es ist nicht immer ganz einfach, was richtig und wichtig ist. Wichtig und richtig ist aber, dass man sich über solche Fragen frühzeitig Gedanken macht. Zusammen mit dem Joël Nussbaumer, Notar von Graf und Nussbaumer, verschaffen wir einen Überblick zu den Möglichkeiten. Guten Abend, Herr Nussbaumer. Guten Abend, Herr Weibel. Herr Nussbaumer, die Frage ist ja, also man redet nicht gerne vom Tod und trotzdem muss man sich halt immer und frühzeitig, vor allem als Wohneigentümer, damit auseinandersetzen. Was für Fragen sollte man sich stellen, was danach ist? Genau, es ist so, dass Probleme können bestehen. Wenn man vor allem Wohneigentum hat, kann das zu Risiken führen für überlebende Partner. Das ist so, weil man eigentlich immer mehrere gesetzliche Nachkommen oder respektive gesetzliche Erben hat, was dazu führt, dass ein Nachlass meistens aufzuteilen ist. Und da ist immer in der konkreten Situation anzuschauen, gibt es ein Problem, was für eins gibt es. Es gibt Risiken, ja, wenn das dann der Fall ist, dass der Nachlass nicht geregelt ist. Was sind das für Risiken? Es ist so, dass nach gesetzlicher Erbrechtskonzeption die Nachkommen neben dem überlebenden Ehegatten ein, zwei, Erbanspruch haben. Das heisst, wenn eine Immobilie einen Grossteil des Vermögens darstellt, was oftmals der Fall ist, kann das dazu führen, dass man tatsächlich die Immobilie verkaufen muss, nur damit man den Nachkommen den Erbanteil auszahlen kann. Gibt das also auch... Es gibt ja Möglichkeiten, wo man das könnte vorzeitig eigentlich verhindern, ohne dass man schon verteilen muss. Das ist richtig, ja. Es gibt sowohl ehevertraglich wie auch erbvertragliche Möglichkeiten oder auch testamentarisch, die Sache zu regeln. Eben, wie gesagt, wichtig auch hier, frühzeitige Planung ist das A und O. Also Fachjurist, Notar aufsuchen. Also man weiss ja, dass die Leute vielfach nicht über Erbrecht informiert sind. Und jetzt, 2023, wird es noch reformiert. Also es gibt Änderungen. Was sind das genau für Neuerungen? Es ist so, dass grundsätzlich der Erblasser, das heisst der, der verfügt, mehr Freiheiten bekommt. Es werden also zum Beispiel die Pflichtteile der Nachkommen werden reduziert. Also aktuell ist ein Nachkommen zu 3/4 Pflichtteils geschützt. Das heisst konkret, wenn der Erbteil von einem Kind 100'000 Franken ist, kann man als Erblasser nur über 75'000 Franken, respektive über 25'000 Franken frei verfügen, weil die anderen 75 sind geschützt. Die kann man dem Kind nicht wegnehmen. Neu wird der Schutz auf 1/2 reduziert. Das heisst konkret, der Verfügende könnte dann neu über 50'000 Franken verfügen. Weiter gibt es andere Erleichterungen und Möglichkeiten, den überlebenden Partner zu bevorziehen. Was also eine Bevorzugung oder eine Besserstellung des überlebenden Gatten wird geben. Jetzt, was nicht selten ist in der heutigen Zeit, sind sogenannte Patchwork-Familien. Wo man redet, deine Kinder, meine Kinder, unsere Kinder. Dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter, oder? Nicht so. Das ist richtig. Also ist klar, in diesen Situationen gibt es viel kompliziertere Konstellationen. Man hat Kinder vielleicht aus erster Ehe, Kinder aus zweiter Ehe, verschiedene Partner, die, wenn man nicht geschieden ist, eventuell noch gesetzlich etwas mitzureden haben. Auch dort gilt natürlich Vorteile. Das Beste ist ein Erbvertrag, wo man alle zusammen an den Tisch nimmt, die Sache bespricht und zusammen regelt. Und hier erst recht Beratung und Besprechung frühzeitig vorne. Also, wenn ich das richtig verstehe, heisst das, man sollte nicht im stillen Kämmerli die beiden Partner, sondern man sollte alle zusammenhocken und das in diesem Sinn regeln. Es gibt ja noch eine andere Geschichte, und das ist der sogenannte Vorsorgeauftrag. Geht ein bisschen das Gleiche rein, auf eine andere Art, wo man eigentlich dann etwas regelt, das noch vor dem Tod auch eintreffen kann. Das ist richtig, ja. Vorsorgeauftrag, das ist eine Art Generalvollmacht für einen Fall, wo man urteilsunfähig wird. Es ist so, dass wenn eine Person urteilsunfähig wird, tut die KESB, also Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, eine Beiständin einsetzen, was meistens eine Person vor der Behörde ist. Das will man in der Regel nicht, und für das ist der Vorsorgeauftrag. Also man kann
bereits vorher entscheiden, wer soll in dieser Situation für mich persönlich, wirtschaftlich sorgen. Wenn ich jetzt 3 oder 4 Kinder habe, kann ich jetzt alle Namen drauf tun oder muss ich mich jetzt eigentlich für das älteste Kind zum Beispiel entscheiden? Nein, das ist völlig freigestellt. Also man kann eigentlich wählen, wer man will. Im Normalfall oder oftmals ist es in erst, oder ihr habt recht, man kann auch Reihenfolgen machen, wo man sagt, ich setze ein, meinen Ehegatten, wenn der nicht könnte und nicht, oder für vorverstorben wäre, als Ersatz dann mein Sohn. Genau. Und da ist möglich, auch eine Reihenfolge zu geben, aber das spielt keine Rolle, welche oder wie. Das ist völlig freigestellt. Wichtig ist, dass man einen Namen hat, der nachher dann dafür schaut, genau, dass Rechnungen gezahlt werden können usw. Das ist eigentlich, glaube ich, alles beinhalten. Das ist ziemlich generell. Ja, eben, wie gesagt, das ist eine Art Generalvollmacht. Also es geht um persönliches Lebensalltag, aber auch wirtschaftlich, Finanzen bis zu Grundeigentum auch. Wir haben es am Anfang erwähnt, kurz das Grundeigentum zu Lebzeiten verschenken, das ist grundsätzlich möglich. Mhm. Was hat das jetzt, das ist immer etwas, was man gerade wissen möchte, was hat das für Steuerfolgen, wenn ich das mache? Ja, dort kommt es halt darauf an, wer wird beschenkt. Im Normalfall sind das die Kinder und wenn es die Kinder sind, ist das eigentlich steuerfrei. Handänderungssteuer wie auch Schenkungssteuer wird keine erhoben, wenn man etwas seinen Nachkommen schenkt. Die allfällige Grundstückgewinnsteuer, auch die wird in diesem Zeitpunkt nicht erhoben, die wird aufgeschoben. Also erst wenn die Kinder irgendwann verkaufen würden, wird dort besteuert. Also diese Abtretung, die hat vorerst keine Steuerfolge. Und die Grundstückgewinnsteuer, die wird dann fällig, wenn man viel mehr oder wenn man mehr einfach erwirtschaftet, wie das Haus mal gekostet hat? Genau, oder das wird dann der Verkaufserlös angeschaut. Und demgegenüber wird gestellt, für wie viel habe ich damals gekauft. Das gibt einen Differenzbetrag, das ist der Gewinn. Dort kann man dann noch die sogenannte Besitzestour abziehen. Für jedes Jahr, wo man Eigentümer war, kann man 2% vom Gewinn abziehen, das heisst steuerfrei realisieren. Und auf diesem Nettogewinn schlussendlich gibt es die Grundstückgewinnsteuer. Die Steuersein. Wir reden jetzt im Idealfall von einem Kind, dann ist das kein Problem mit dem Teilen. Mhm. Jetzt aber sind es eben 2, 3 oder 4 Kinder. Und dann kann man dann eben das Haus nicht einfach schieben und sagen, das ist ein Teil von dir. Also gut, rein theoretisch schon, aber praktisch natürlich nicht. Was ist jetzt so ein Fall, wenn ich es vorzeitig verschenken will? Ja, da muss man sich halt überlegen, was will ich. Man kann ein Haus an mehrere Leute verschenken, das ist kein Problem. Dann ist das dann einfach gemeinschaftliches Eigentum. Kann zum Beispiel Sinn machen, wenn das ein Renditeobjekt ist, das vermietet ist. Wenn das ein Einfamilienhaus ist oder eine Wohnung, wo jemand drin wohnen soll, dann muss man sich Gedanken machen, kann es jemand von den Kindern brauchen, weil er vielleicht selber noch nichts hat. Dann macht es Sinn, das nur jemandem zu schenken. Dort ist jeweils dann halt aufzupassen wegen der sogenannten Ausgleichung des Erbrechts. Weil im Todesfall sind alle Kinder von Gesetzes wegen gleichgestellt. Und so so lebzeitige Schenkungen werden dort dann hinzugerechnet. Also das gibt dann eine Ausgleichung. Das ist eigentlich der Begünstigte, der dann tatsächlich ein Recht, Wohnrecht hat, in dem, ja, vielleicht zum Schluss, wir kommen dann auf das Thema noch, kann nachher im Prinzip wird der Teil, den er schon bereits bezogen hat, abgezogen und wieder aufgeteilt. Das ist, glaube ich, ziemlich kompliziert, weil man jetzt auch Zeit zu kurz ist, um das zu sagen. Ja, es andeutet Wohnrecht. Es gibt ein Wohnrecht, das heisst so viel, wenn ich als Eigentümer mal gesagt habe, früher hatte man Stöckli am Bauernhof, jetzt mache ich zum Beispiel eine Einlegewohnung und sage, ich will mal dort wohnen, ich will nicht ganz alleine wohnen, aber ich will hier im ganzen Haus. Also, ich tue mir ein Wohnrecht ausbedingen. Was hat das für eine Konsequenz? Genau, eben, Wohnrecht ist eine Personaldienstbarkeit. Also, man tut zum Beispiel die Liegenschaft den Nachkommen schenken, tut sich aber das Wohnrecht vorbehalten. Das wird im Grundbuch so eingetragen und das bedeutet, man hat eigentlich ein lebenslanges Recht, dort drin zu wohnen. Kann entgeltlich oder unentgeltlich sein, was zu anderen Steuerfolgen führt. Ja, schlussendlich kann das etwas Nützliches sein. Das ist so. Es gibt noch etwas anderes, das ist nämlich die Nutznießung. Hier im Wohneigentum hat das vor allem auch Bedeutung. Was ist der Unterschied zum Wohnrecht vor der Nutznießung? Die Nutznießung ist ein umfassendes Recht. Der Nutznießer ist der, der die Liegenschaft versteuern muss, der alle Kosten trägt, der aber auch die Erträge
bekommt, wenn zum Beispiel ein Teil davon oder die ganze Liegenschaft vermietet ist. Der Wohnrechtsberechtigte, der hat das nicht. Also der Wohnrechtsberechtigte zahlt keine Liegenschaftssteuern, keine Hypothekarzinsen, bekommt auch keine Mieterträge, wenn eben teilweise vermietet wäre. Das Einzige, was der Wohnrechtsberechtigte zu versteuern hat, wäre der Eigenmietwert. Was nicht ganz unbedeutend ist. Das ist richtig. Richtig, aber der soll ja abgeschafft werden. Aber das weiss man ja nicht, ob das dann je einmal passiert. Jetzt, wir machen noch ein Beispiel, wo man eben sagen kann, was ist gescheiter Wohnrecht oder Nutznießung. Ist eigentlich ein Haus mit der Hypothekenbelastung, die noch drauf ist, der Tochter. Will aber weiterhin im Haus bleiben wohnen. Das heisst, was mache ich jetzt, damit die oder dass es vielleicht beiden ein bisschen besser geht? Ja. Nutznießung oder Wohnrecht? Ich empfehle die Nutznießung. Schlussendlich, wie ich gesagt habe, hat er ein umfassendes Recht. Und andererseits ist es auch für die Tochter idealer, weil sie wird sonst mit Schulden und Kosten belastet, die ihr im Moment nichts bringen. Es ist, ihr habt ja, wenn ihr nicht Nutznießung habt, dann habt ihr ja alle Nutzen von diesem Objekt. Also ist es auch fair, wenn ihr auch die entsprechenden Kosten zu tragen habt. Es gibt noch einen Punkt, das ist auch ein bisschen eine Wunde, ist etwas, wo man nicht gerne darüber redet. Nämlich, irgendwann könnte es sein, dass ich mit meinem Partner oder auch allein ins Altersheim muss. Was ist denn? Ja, dort geht es primär ja immer um die Frage der Ergänzungsleistungen. Es ist so, dass man bis zu einem Freibetrag von 100'000 Franken sein eigenes Vermögen muss brauchen, bevor man Ergänzungsleistungen zur AHV bekommt. Wenn man jetzt sein Haus lebzeitig tut, der Tochter verschenken, dann ist das ein sogenannter freiwilliger Vermögensverzicht. Solches Verzichtsvermögen wird bei der Ergänzungsleistungsberechnung aufgerechnet. Also da gilt es dann genau eben anzuschauen, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, wie viel ist das Verzichtsvermögen, kommt auch noch darauf an, wie hoch die Hypothek war. Nachher ist es so, dass man pro Jahr ab Schenkungszeitpunkt eigentlich 10'000 Franken abziehen kann. Das heisst, wenn man es genug früh macht, kann das unter Umständen dazu führen, dass man am Schluss die Schenkung eigentlich nicht mehr beachtet hat bei dieser Ergänzungsleistungsberechnung. Ist es dann am Schluss am Ende kompliziert, dass man je nachdem könnte müssen, dann noch als Begünstigte, oder jetzt in unserem Fall die Tochter, noch müsste etwas nachzahlen? Oder das Haus verkaufen, damit sie noch weiterhin ins Altersheim zahlen können, ganz ja, kurz gesagt. Also worst case kann das natürlich eben passieren, oder? Wenn man die Schenkung macht und 4-5 Jahre später ins Altersheim muss und man hat einen Netto-Schenkungswert von 500'000 gehabt, dann wird der aufgerechnet. Und wenn man halt kein Restvermögen hat, ja, dann kann es sein und es wird auch so sein, dass sie gegen die beschenkte Person gehen und die muss zahlen. Gibt es die Möglichkeit, die Hypothek zu erhöhen, unter Umständen, wenn das tragbar ist? Worst case, ja, man muss es verkaufen. Darum, wie gesagt, die konkrete Situation muss angeschaut werden. Vorher anschauen. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Nussbaumer. Genau um das geht es, dass man vorher schaut und nicht nachher, genau. Und man noch hinten nachher macht. Merci vielmals für das Gespräch, Herr Nussbaumer. Merci, Herr Weber. Weiter geht es mit den Indizes. Das sind die variablen Basiszinssätze vom 25. Oktober. BKB 2,5%, Migrobank 2,5%, Bank Claire 2,625%, Raiffeisen 2,875%, Credit Suisse 2,85% und Valiant 2,95%. Zu den aktuellen Heizölpreisen pro 100 Liter. Bis 5'000 Liter kostet das 101,80 Franken. Bis 10'000 Liter sind es 100,60 Franken. Und bis 20'000 Liter 99,30 Franken. Das sind die Wasser- und Abwasserkosten. Die Stadt Biel im Städtevergleich. Und jetzt noch zu den Strompreisen für Haushalte. Die setzen sich zusammen aus dem durchschnittlichen Verbrauch von einem 4-Personen-Haushalt. Auch hier die Stadt Biel im Städtevergleich.
Jetzt heisst es eigentlich nur noch entspannt hinterher liegen und den folgenden Beitrag geniessen mit einer schönen Auswahl von Wohneigentum, Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentum oder Mietwohnungen zu Biel und in der Region. Viel Spass beim Zuschauen und bis bald. Mieten sind in Ins Arremismatte repräsentative und modulierbare Gewerbe- und Industrieflächen ab 160 Quadratmeter. Sehr gut gelegen zwischen Biel, Neuenburg, Murten und Bern. Ideal für Handwerk, Kleinindustrie, Logistik, Büro, Startups, Outlet und so weiter. Die Miete ist in der Fußgängerzone von Biel in der Nähe vom Neumarktplatz eine moderne und helle Gewerbefläche von über 170 Quadratmetern, die individuellen Einrichtungsspielraum bietet, sowie Einzelbüro an 10 Quadratmetern mit grossen Fenstern, Keller, Archiv, Lager und eigenem WC. Ich begrüße euch zur heutigen Publi-Reportage. Wir stellen euch zwei Objekte vor, eins in Nidau und das andere in Biel. Am Egliweg 10 in Nidau, eine wunderschöne Lage in unmittelbarer Nähe vom Bielersee und Nidauer Strandbad, vermieten wir in der ehemaligen Progressia-Fabrik neu erstellte Zwei-Zimmer-Loft-Wohnungen von über 70 Quadratmetern und Büro-Gewerbräume. Die hauen Loftwohnungen sind mit Parkett und Keramikplatten ausgelegt. Im Korridor und Badzimmer ist teilweise noch der schöne alte Terrazzoboden vorhanden. Beide Objekte verfügen über eine Küche mit viel Stauraum und allen nötigen, dem heutigen Standard entsprechenden Apparat. In einer der Wohnungen befindet sich eine wunderschöne Wendeltreppe, die vom Eingangsbereich direkt in den Wohnbereich im ersten Stock führt. Beide Wohnungen werden noch mit einem Waschturm bestehend aus Waschmaschinen und Tömbern ausgestattet. Der Gewerbebüroraum im Erdgeschoss verfügt über 95 Quadratmeter, aufgeteilt in zwei Räume. Die komplette Fläche ist mit Parkett ausgestattet. Eine kleine Kaffeeküche mit Geschirrspüler ist auch vorhanden und die Toilette verfügt sogar über eine Dusche. Ebenso im Erdgeschoss befindet sich ein 13 Quadratmeter grosses und helles Büro. Die Mietzinsen sind wie folgt. Die Loftwohnungen ab 1330 Franken plus Heiz- und Nebenkosten. Das Büro von 95 Quadratmeter 1100 Franken plus Heiz- und Nebenkosten. Und das Büro von 13 Quadratmeter 200 Franken plus Heiz- und Nebenkosten. Möchtet ihr mehr Informationen zum Egliweg 10 in Nidau, dann meldet euch doch bei der Rot Immobilienmanagement AG. Einen schönen Abend miteinander. Grüß euch miteinander. Ich darf euch heute im Gebäudekomplex Tüffelstrasse 38, Jurastrasse 31 und Schülerstrasse 31 mehrere Ladenlokale und ein Büro-Gewerbeobjekt in Biel vorstellen. Die drei Liegenschaften befinden sich am östlichen Rand des Stadtzentrums, in unmittelbarer Nähe vom Neumarktplatz und vom Altstadtparking. Werfen wir doch zusammen einen Blick rein. Sämtliche Ladenlokale haben den Zugang über die Schaufensterfronten sowie auch die Verbindung über die Passage zu den allgemeine IV, Damen- und Herren-WC-Anlage und auch zum Innenhof, wo man in der Pause Energie tanken kann. Alle Mietobjekte werden im ausgebauten Zustand vermietet. Das heisst Wandoberfläche mit Abrieb, Decke gestrichen, Vinylbodenbelag in Steinoptik und Grundbeleuchtung. Das Ladenlokal F2 mit 103 Quadratmetern hat grosszügige Schaufensterfronten gegenüber der Jurastrasse sowie auch gegenüber der Tüffelstrasse. Der Mietzins ist
1915 Franken pro Monat. Das Büro-Gewerbeobjekt F3 mit 117 Quadratmeter ist nur über Passage zugänglich. Der Mietzins ist 1750 Franken im Monat. Das Ladlokal F4 an der Jurastrasse verfügt über 215 Quadratmeter und kostet 3700 Franken im Monat. Das Ladlokal F5 ist ebenfalls von der Jurastrasse zugänglich, hat 110 Quadratmeter und kostet 1800 Franken im Monat. Das Mietobjekt F6 besteht aus einem Ladlokal im Erdgeschoss sowie auch einer Galerie im ersten Obergeschoss und verfügt gesamthaft über 292 Quadratmeter. Es hat grosszügige Fensterfronten Richtung Jurastrasse und Schülerstrasse und kostet im Monat 3.895 Franken. Ich hoffe, wir können euch einen ersten Eindruck verschaffen. Wenn euch eines dieser Mietobjekte interessiert, meldet euch doch bei Roth Immobilienmanagement für eine individuelle Besichtigung. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Zu kaufen ist in Biel am Schwadernauweg 20 eine 3,5- bis 4-Zimmer-Wohnung mit verglaster Loggia, hauer halboffener Küche, Platten- und Laminatbodenbeleg, zwei Badzimmer mit Dusche, zwei Keller sowie eigener Waschmaschine mit Tumbler in der Wohnung.